Ja, ich. Okay. Ja. Also Frage und dann Frage und dann Antwort zusammen. Komm nicht drauf an. Komm nicht drauf an. So wie die Frage ist gerade. Ja, guten Abend, wir begrüßen Sie zur Medienkonferenz nach dem Spiel mit unserem Cheftrainer Jerry Seoane. Wir gratulieren Manchester United zum Sieg und zur Qualifikation und bitten gleich unseren Trainer um seinen Kommentar nach diesem wegweisenden Spiel. First of all, welcome everybody to this post-match press conference for young boys after the Champions League game. Congratulations to Manchester United. And welcome any questions after this exciting match. Zuerst auch von meiner Seite Gratulation zum Sieg an Manchester United. Ich glaube, es war von unserer Seite ein packendes Spiel. Ich glaube, wir haben uns sehr gut präsentiert. Kann meiner Mannschaft ein großes Kompliment für die Gesamtleistung machen. Ich bin stolz, dass so viele junge Spieler auf dem Platz eine solche Leistung gezeigt haben. Bin auch stolz über das gesamte Auftreten sowohl wie von Mannschaft wie auch Fans, die uns wahnsinnig unterstützt haben. Und auf der anderen Seite auch enttäuscht, weil wir nicht den verdienten Lohn mit nach Hause nehmen. Wir wussten, dass im Old Trafford dass du einiges zulässt, dass Manchester United zu Chancen kommen wird, aber dass sie in der 92. mit einem langen Ball und uns schlagen, das ist wahrscheinlich symptomatisch. Yeah, first of all, congratulations. It was an exciting game, but it was a good display from our side, and I'd like to compliment my team for the performance. I'm very proud, particularly of the young players who perform well, but also the whole team, and of course the fans, who I think were fantastic. But I am disappointed somewhat with the result. You know, when you come to Old Trafford, that Manchester United will have chances, but then to be hit in the 92nd minute from a long ball is disappointing. Danke, bitte Ihre Fragen. Your questions, please. Ja, Jerry, kannst du etwas zu der Ausstellung sagen, vor allem der im Mittelfeld, wo du dich für drei junge Mittelfeldspieler entschieden hast? Kannst du auch etwas zu ihrer Darbietung sagen? Gut, es gilt zu sagen, dass wir mit Sekou Sanogo natürlich einen wichtigen Spieler uns gefehlt hat. Wir haben uns entschieden, mit einem Dreier-Mittelfeld zu spielen. Drei junge Spieler, vielversprechende Spieler für die Zukunft. Ich denke, nicht nur national, wahrscheinlich auch alle irgendwann mal international. Ich denke, sie haben alle drei eine komplette Partie gespielt. Sie sind alle drei sehr komplett, sowohl laufstark, technisch stark, taktisch clever. Haben dann während dem Spiel mit Sandro natürlich die Möglichkeit gehabt, auf eine Fünferkette umzuswitchen, was sich als in der zweiten Halbzeit sicher als stabilisierend ausgezeichnet hat. Ja, diese drei Spiele, denen ist eine sehr gute Darbietung gelungen. Yeah, the question is, you opted about the lineup. You opted for three young players in midfield. Could you perhaps say something about that? So I did choose those players, and they're three promising youngsters, not just on national level, but also potentially an international level. I think all three are complete players in terms of running tactics and their awareness of the game. Of course, in the second half, we then had the position of moving to a back five, which we did in the second half, which gave some stability to our game. Oder sagtest du am Ende, es sei symptomatisch, ein solches Gegentor? Was meinst du mit symptomatisch? Ich denke, wir haben in dieser Champions League-Kampagne nicht das geerntet, was wir verdient haben. Ich denke, wir haben sowohl im ersten Spiel gegen Manchester United wie auch gegen Valencia zu Hause viel Aufwand betrieben. Und symptomatisch im Sinn, dass es jetzt zum dritten Mal so vorkommt, dass wir mit leeren Händen dastehen, obwohl wir wirklich das Gefühl haben,
eins, eine gute Leistung gezeigt zu haben, zwei, uns gesteigert haben und drittens auch die Chancen gehabt hätten, wirklich etwas mitzunehmen. Is there something symptomatic about this, this conceding these goals? Well, I think if we look at it, it's not really gone right for us in the previous games. Thinking of Valencia at home and United at home, this is the third time where we've invested the effort, and third time come away almost empty-handed. But I don't think that really reflects the performance that we've put in. Hast du Erklärungen für diese Symptomatik? Also ist es ganz einfach die mangelnde Erfahrung, eben eine junge Mannschaft, das ist gar nicht anders möglich, vereinfacht gesagt, oder ist es Pech? Ja, einerseits sicher das Wettkampfglück nicht immer auf unserer Seite gehabt, sicher auch ein bisschen mangelnde Erfahrung, ja, weil auf diesem Niveau, vor allem die ersten zwei, drei Spiele, hat man das sicher ein bisschen noch gemerkt. Darum auch Kompliment der Mannschaft, wie sie sich gesteigert hat. Und ja, was sicher noch der größte Unterschied ist zu diesen Top-Vereinen, ist diese komplette physische Präsenz, die über mehreren Positionen besetzt ist, die uns natürlich über die ganze Spieldauer irgendwie einmal in Bedrängnis bringt. Yeah, could you say, perhaps go into it more exactly, is that down to a lack of experience or perhaps bad luck? And I think there's a number of issues. One of them is perhaps not used to this level of competition, also perhaps a lack of form. And the first two or three games to get into a rhythm, but we have improved over the course of the group stage. But I think the great difference to the top teams is the physical presence that they have in several positions. Das ist jetzt der 5-Spiele-1-Punkt. Würdest du etwas anders machen? Denkst du, man hätte das auch aus deiner Sicht irgendwie besser hinkriegen können? Boah, selbstverständlich reflektieren wir auch immer unsere Entscheide. Ja, und im Nachhinein kann man anders bewerten als im Voraus. Unsere Aufgabe als Trainer ist immer, vornherein Entscheidungen zu treffen. Und wir gehen immer mit dem Gedanken in die Spiele, dass wir das Bestmögliche entscheiden für die Mannschaft. Und darum bringt es nichts, im Nachhinein gewisse Entscheide nochmal zu diskutieren. Aber solche Spiele bringen wie die Spieler auch uns Trainer weiter. Jedes Spiel erweitert deinen Erfahrungsschatz, kannst vielleicht die Spielsituationen besser lesen, kannst vielleicht besser erahnen, was kommen kann, weil das eine ist ja, das Spiel auf Video zu schauen und dann wirklich auch auf dem Platz zu stehen. Yeah, looking back at it, can say that we have 5 games, 1 point, would you perhaps do something, have done something differently? Of course, we take it game by game, and you can look back. But as a coach, the idea really is to make decisions, and those decisions that you put down the team for the best possible result for the team. So looking back doesn't really help, except that after games we learn as a coach, you learn also as players, that we can then improve in the future. And perhaps read games better, and for example, like we use videos to review those games. Eine letzte Frage vielleicht, also, aber wenn du sagst, die physische Präsenz von Großclubs sind da gegenseitig machtlos, Punkt. Nein, auf keinen Fall. man muss die Wege suchen, wo sie besser sind, versuchen, dass das nicht vorkommt. Mit physischer Präsenz meine ich nicht nur Größe, sondern auch die Schnelligkeit. Das ist auch ein wichtiges Thema. Physisch starke Spieler, die auch noch technisch und taktisch begabt sind und schnell, da begeben wir uns in Bereichen, wo es nach oben offen ist. Ja, da kann man wählen, je weiter nach oben, desto teurer. Aber also ein Gespräch, das für uns nicht Thema ist. Wir wissen, wo wir herkommen, wir wissen, was unser Weg ist. Wir haben Spieler mit Potenzial,
wo vielleicht in ein paar Jahren auf diesem Niveau sich zeigen werden. Und sie haben noch Möglichkeit, sich zu verbessern. You talk about physical limits, what it stands up. There are, I mean, different ways of doing things better, but I don't want to talk about physical presence. I don't just mean the size, but also the pace and also the strength of technique that goes with that. So these are areas that you look at, and there's always room for improvement. But I know where we come from, but there are certainly players in that side who have the potential to improve that level in a couple of years. Okay, kommen wir langsam zum Schluss. Gibt es noch Fragen? Any more questions? Dann besten Gut. Dank, gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Ja. Gute Heimreise. Auch mit Fußball. Ja, ja, das ist. Ja.